Hallo ihr Lieben, ich fange das Video jetzt zum zweiten Mal an, weil ich erst versucht habe, mit meinem Telefon aufzunehmen, was gut gelungen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Anruf gekriegt habe, mir das Telefon umgekippt ist und ja, egal. Jetzt machen wir das noch einmal und ordentlich mit dem Tablet, wie wir das gewohnt sind. Außerdem ist ja die Qualität dann auch besser. So. Wie habe ich das Video vorhin begonnen? Also ich habe gesündigt. Ich weiß, ich bin eigentlich immer ein DM-Gänger und bestelle eigentlich so gut wie nie wirklich. Ich habe es getan. Ich habe bei Coco von Cosmo bestellt. Beziehungsweise ist ja nicht, nennt sich ja Kosmetik Cosmo. Und ja, da wollte ich euch jetzt zeigen, weil das Päckchen ist nämlich heute Mittag, Nachmittag gekommen. Ich war leider auf Arbeit und musste noch bis jetzt vorhin so warten, bis ich das endlich auspacken konnte und angucken konnte und mich riesig freuen konnte. Und okay, ich fange einfach mal an. Als erstes habe ich mir geholt die Brush Guides. Und zwar in der kleinen Form. Also da. Und ja, also ich hatte das schon öfters mal in Videos gesehen und dachte mir, ich probiere das einfach mal selber aus, weil ich habe jetzt schon einen Pinsel damit eingeschmiert. Der Blenderpinsel von mir, den ich habe von Zoeva, sehr breit ist. Ich weiß aber nicht mehr, wie der mal war, als er gekommen ist, ob der auch schon so breit war. Deswegen habe ich mir gedacht, probierst du die Dinger einfach mal aus. Ja, und ich lasse den jetzt auch gleich hier drin. Und ich weiß nicht, aber die sind so groß und dann auf der. Und auf der Verpackung sieht das nicht so lang aus. Also bei mir hier so. Ob man die durchschneiden kann? Ich muss mir das nachher nochmal am Rot durchlesen. Verwendungshinweis. Wählen Sie die Größe aus, die bequem zu Ihrem Zwingen. Die bequem über die Zwinge das Metallstück Ihres Pinsels passt. Okay, da ich ja nur die kleine Variante habe, aber dabei nicht zu locker anliegt. So dass sich der Brush Guide nicht zurück in Richtung des Pinsels schieben lässt. Nee. Schieben Sie den Brush Guide niemals in Richtung des Pinselgriffes zurück, sondern ziehen Sie ihn. Na, das ist mir ja klar, sonst brechen wir ja die Haare ab. Wa? Aber es scheint schon mal solche Leute gegeben zu haben, die so intelligent waren. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und wenn es nicht funktioniert, mehr oder weniger, dann denke ich mal, liegt das nicht an den Brush Guides, sondern daran, dass der Pinsel schon von Anfang an so aussah, wie aussieht. Boah, Mensch, was mache ich denn hier nur für eine Blödsinn? Also entschuldigt, ich bin fix und fertig. War ein anstrengender Tag heute. So, als nächstes, wollt ihr die Preise wissen? Ich sage sie einfach mal mit zu, oder? Ja, bei den DM und sowas auch immer. Okay, Brush Guide. Einmal. In klein für 4,99 €. Und da sind steht da drauf, wie viele Dinger drin? Da sind sieben. Ah, sieben. Zwei, vier, sechs, ja, sieben. Sieben Stück sind drin. Und die kann man ja immer wieder verwenden, so wie ich das mitgekriegt habe. Außer die nudeln sich dann irgendwann aus. Und ja. Und ja. Okay, weiter im Text. Dann habe ich mir, weil ja der Blender bin. Der Blenderpinsel, den ich habe, der ist ja schon so als inodet. Nein, ja, also doch, aber da bist du. Oh, ich glaube, wenn ich mich selber angucken würde, ich würde nur. Naja, egal. Also der alte Blenderpinsel, den ich schon habe, der ist ja, wie gesagt, sehr breit und ich habe schon öfters mal mit dem Pinseln von Cosmetic Coco, Cosmetic Cosmo, oh, Mann.
geliebäugelt und ich habe allgemein mit so ein paar Sachen bei ihr geäugelt und aber naja und Geld und bestellen und dann vielleicht nicht zufrieden und ich dann unglücklich und da habe ich das bis jetzt gelassen und jetzt habe ich es doch gewagt und mir den Blenderpinsel von ihr geholt. Und zwar ist das die Blender Betty. Und der sieht so aus. Und er ist bedeutend schmaler wie den, den ich habe. Und auch irgendwie länger, glaube ich. Aber das kann täuschen. Und ich denke, mit dem komme ich super zurecht. Und er ist so schön weich. Also ich, die anderen Pinsel, die ich habe, sind ja auch weich. Aber der ist so. Oh, so einen weichen Pinsel. Okay. Ich höre mal auf mit Schwärmen. Vom ersten Mal benutzen. Ganz wichtig, waschen. Werde ich auch tun. Steht auch drauf. Achso, der hat übrigens gekostet. Die Blender Betty kostet 7,49. Okay, deswegen mache ich die jetzt auch gleich wieder hier rein. So. Achso, jetzt habe ich geguckt, warum ihr Pinsel dir einsteht, aber ich habe ja noch den Rabatt gekriegt. Okay, und zu guter Letzt habe ich mit diesen Wunderboxen von der lieben Coco schon geliebäugelt, als sie das erste Mal rauskam. Und weil ich eben so das schön fand, dass das so themenbezogen ist. Also sprich, Wunderbox Nägel, Wunderbox Augen, Wunderbox. Weiß nicht, was noch alles drin war. Also, und das hat mir so sehr, sehr imponiert, weil man dann schon in gewisser Hinsicht weiß, was drin ist. Und nicht so wie bei den anderen Boxen. Wobei ich auch nochmal dazu gestehen muss, dass ich mir jetzt eine Glossy-Box, eine Beauty-Glossy-Box bestellt habe. Und ich mich total darauf freue und ja, und ich hoffe, die kommt bald. Ich blicke da noch nicht so durch. Also Mädels, verzeiht mir. Ich noch nie, ich unwissendes etwas. Aber wenn ihr wisst, wann die nächste Glossy Box rausgeht oder rausgegangen ist, also ich habe letzten Freitag oder letzten Samstag bestellt, die Glossy Box. Ich weiß nicht, ich habe noch keine bekommen. Ich hatte auch noch keinen Brief. Und mit was wird das überhaupt geliefert? Irgendwie habe ich da nicht so den Durchblick bei Glossy. Aber wenn ihr das wisst, dann bitte, 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 bitte schreibt es mir mal in die Kommentare. Macht mich wissender. Okay, jetzt bin ich etwas vom Thema abgeschweift. Wir sind also wieder bei der Wunderbox von Coco Cosmo Cosmo Kosmetik. Bla 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 bla. Und da habe ich mir die Wunderbox Augen gekauft und freue mich tierisch wie ein kleines Kind. Ich hatte drinne ein Magnet, wie nennen die sich? Ein Magnet-Leerquad. Ja, ich denke, die meisten wissen, wie die Dinger aussehen. Jetzt ist mir dieses Dings Applikator rausgefallen. Ja. Yes. Ach ja, das fliegt gleich das nächste runter. So, dann ein Pinsel. Ich bin total pinselgeil geworden. Also hätte ich nie für möglich gehalten, aber das ist schlimmer. Also das geht gar nicht. Leider stehen da jetzt keine Preise mit dabei und ich habe die auch nicht im Kopf, wie die jetzt sind, die Preise. Ich sehe nur, was drin ist. Und zwar ist das die Präzisions-Pia. Zeige es euch so nochmal. Und ja. Freue ich mich auch, dass ich so einen Pinsel drin habe. Mal sehen, Präzisionspia. Ich werde mir vielleicht gleich nochmal dann den Video von Coco angucken, wofür sie so das Ding benutzt. Und aber toll. Finde ich echt klasse, dass ich noch einen gekriegt habe. Und deswegen wandert er auch gleich wieder in die Tüte, weil ich die soll man ja erst waschen. Ich halte mich ja an die Regeln. Meistens. Okay.
Und damit ich dieses Quattro beschmücken kann, habe ich auch noch in der Box 4 Lidschattenkerzen. Und das sind so tolle Farben. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil es gibt ja schon Assi-Farben, aber, also nicht von dir, Coco, aber so im Allgemeinen. Aber das sind so Farben. Oh. Okay, und da habe ich einmal, ach Anja, guck, erst einmal Braun-Gold. Oh Leute, das klopft ja nicht. Ihr müsst jetzt mit dabei sein, ihr müsst jetzt da jetzt durch. Ich mache die jetzt hier alle rein. Braun-Gold. Applikat aus Braun-Gold. Der hier. Ne? Ich swatch den euch auch mal. Wartet, ich mache mal nur mal. Oh, ey. Hammer. Leute, Hammer. Ich hab mich verliebt. Oh. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Nie im Leben hätte ich das für möglich gehalten. Was kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen, aber ich fange gleich an zu weinen. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Dann Grüngold. Also ich hole die erst alle raus und dann mache ich die rein und dann zeige ich die euch. Warum gehst du jetzt nicht rein? Ja, jetzt habe ich geditscht. Scheiße. Entschuldigung. Grüngold. Das ist der hier. Ja, mein Nagel. Oh, das ist er. Der sieht so aus. Den mache ich oben drüber. Ey, das ist nie. Oh, das ist. Ich habe blaugraue Augen und rotblonde Haare. Also das. Ich weiß nicht, ob sie das wusste. Aber wenn sie es nicht wusste, dann Hut ab. Sie hat die. Also, oder die Firma oder wie auch immer, hat die besten Farben für mich rausgesucht. Dann als nächstes habe ich Erdöl. Das sind auch so schöne Namen. Also, sehr interessant. Erdöl. Ein schöner Braunton. Zwar alles schimmrig, aber das ist egal. Also, das ist. Diese schimmern, aber nicht so extrem Glitzerpartikel wie die meisten. Also, ich habe heute zum Beispiel auch ein Grün drauf. Das schimmert so dermaßen, und beziehungsweise ist das so glitzerig, dass ich da so wenig brauche. Also was habe ich jetzt gesagt? Erdöl, das ist dieser hier. Mache ich euch auch mal drauf. Oh ja, der glitzert mehr, aber das ist in Ordnung. Also das ist so ein, ich gehe heute Abend in die Disco Glitzer. Wenn man das aber weiß, dann macht man den sich eben nicht im Büro drauf oder sowas, ja, und das ist aber trotzdem ein schöner, leichter Ton. Also nicht so was Schweres. Und dann habe ich noch Höllenfeuer. Das ist auch so ein Name. Wahnsinn. Oh. Höllenfeuer ist was Schönes, Dunkles. Habe ich noch gar nicht so in die Richtung. Das sieht so. Ja, Olivlila würde ich es bezeichnen. Also bei euch sieht es braun aus, aber mir vielleicht besser im Licht so ein bisschen. Da ist so wie so ein Olivstich mit drin. So sieht die aus. Habe ich gar nicht gezeigt, ja. Und was soll ich sagen? Ich freue mich einfach nur riesig, dass ich das gemacht habe und denke, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich bei ihr bestellt habe. Ich bin einfach nur happy darüber, dass ich bestellt habe, darüber, dass ich es jetzt auspacken konnte und darüber, dass ich euch dieses Video noch drehen konnte. Und
Mal gucken, vielleicht mache ich am Samstag noch ein zweites Video, also morgen. Ich muss ja die Zeit nutzen irgendwie, die ich habe, also weil ich das Wochenende zu Hause bin. Und dann wird vielleicht weitergehen in meiner Schminksammlung. Ich werde dann, habe mir vorgenommen, dann erstmal nur ich gucke gerade die ganze Zeit hin und überlege, wie die Dinger heißen. Die Eyepens, genau. Also alles, was ich, welche Stifte, die ich fürs Auge benutze und die Kaya, nee, nicht Kaya, die Wimperntuschen, welche ich benutze, werde ich machen. Und die Lippenstifte werde ich irgendwie ganz zum Schluss machen, weil das schon eine ganze Menge ist. Ich kann es euch mal zeigen. Also ich habe bedeutend nicht so viel wie manch andere. Aber wenn ich die euch alle so zeige, das wird, denke ich mal, ein Stundenvideo. Schreibt mir doch mal, ob ich so nur so meine Lieblinge raussuchen soll oder ja, ich nur auf Farbfacetten eingehen soll oder so oder auf Marken oder sowas, also markenbezogen, und dass das Video vielleicht nicht ganz so lang wird. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönen Abend noch. Wir haben es jetzt um 9. Ich werde das Video jetzt gleich hochladen und noch ein bisschen mich vor die Glotze hauen und dann bald schlafen gehen. Und dann mal gucken, ob wir uns morgen dann wiedersehen. Also dann macht's gut. Tschüss.